Hallo und guten Morgen, Freunde der Kleinspuren. Ich habe mal wieder was gekauft bei eBay ersteigert. Eine schöne Märklin-Lokomotive mit Originalkarton, mit Originalverpackung. Die 3072, also eine Baureihe 212. Grund ist, erstens gefällt mir diese Lok unheimlich gut. Zweitens ist diese Lok damals, wie ich Kind war, auf der Odenwaldbahn gefahren. Und das gleiche Modell, die gleiche Lokomotive, habe ich 1978 zu Geburtstag von meinen Eltern bekommen. Leider, das ist nicht meine, die ich damals bekommen habe, sondern ich habe alles verkauft. Irgendwann, aber das hatte ich ja schon mal gesagt. Und die ist mir jetzt bei eBay quasi, ja, zugeflogen. Für, ja, ich sag mal, für einen anständigen Preis. Also nicht so teuer, nicht billig, aber auch nicht zu so teuer. Ja, wollen wir mal schauen, ob sie fährt. Ich hoffe, dass sie fährt nach der letzten Enttäuschung von der 3024. Ja, also sie fährt. Allerdings höre ich den Umschalter überhaupt nicht. Das da vorne, das muss man noch abmachen. Da hinten sind auch so ein paar Klebereste dran. Ich weiß aber nicht, ob man mit Isopropanol da dran gehen kann. Ob das zu aggressiv ist oder nicht, aber da könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten ist er eigentlich in einem ganz ordentlichen Zustand. Gut, da oben, da geht ein bisschen die Farbe am Dach ab, aber das ist jetzt nicht, was mich wirklich stört. Nur, was mir gar nicht gefällt, ist, dass man den Umschalter nicht hört. Und das würde ich sagen, ist nicht normal. Ja, also Luftsprünge mache ich jetzt gerade keine. Und bin schon wieder ein bisschen sauer, dass die Leute nicht ehrlich sein können und nicht ehrlich reinschreiben können. Das, was mir Umschalter nicht stimmt. Ansonsten fährt so ordentlich. Da muss ich nochmal mit dem Verkäufer Rücksprache halten. Diesmal ist es leider ein privater, wobei das mit dem gewerblichen war auch nicht besser. Aber naja, schauen wir mal. Ansonsten, wie gesagt, sie ist in einem ordentlichen Zustand. Grundsätzlich fährt sie gut. Gut, Umschalter muss ich mal gucken, an was es liegt. Da oben wird sie aufgemacht, da ist die Schraube drin. Erst ist das ein elektronischer Umschalter, aber das müsste man doch trotzdem hören, oder? Ihr könnt mir ja mal bitte in die Kommentare reinschreiben, ob das ein elektronischer Umschalter ist. Wie gesagt, sie schaltet ja, aber man merkt nicht, dass sie schaltet. Naja, wir kommen noch mal ein Stückchen näher ins Bild. Das soll es dann für heute auch wieder gewesen sein. Ich bedanke mich dafür für euer Interesse. Und wie gesagt, ja, schreibt mir mal in die Kommentare bitte rein, ob das normal ist. Also ich schalte jetzt um und man hört nichts. So, ich schalte jetzt um und man hört nichts. Vielleicht könnt ihr kurz reinschreiben, ob das normal ist oder ob das nicht normal ist. Ja, dann sage ich Tschüss nochmal und bis zum nächsten Mal.